Hallo und herzlich willkommen bei historyheroes.de. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von historyheroes.de. Und wie ihr schon sehen könnt, hinter mir, wir sind heute hier an der Burgruine Hohenstein. Was da alles zu entdecken gibt, was man da sehen kann, schauen wir uns gleich zusammen an. Also bleibt dran und viel Spaß. Ja, dann folgt nochmal diesen Weg hier. Dazu sagen, das ist eine wunderschöne Landschaft. Richtig, richtig toll. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir da oben so entdecken. Mit dem Auto hinfahren ist nicht. Ist abgesperrt. Ich muss dazu sagen, heute ist hier ganz besonders kalt. So. Und dann sind wir auch schon auf Burg Hohenstein. Schön. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Wir würden uns freuen. Danke. Ja, was kann man dazu sagen? Schön große Anlage mit Rastplatz. Gut, da werden wir nachher mal hingehen. Also, das hier war mit Sicherheit die Vorburg oder der Vorhof der Burg. Und wir sehen, da drüben hat es eine kleine Infotafel. Schauen wir doch mal. Und ja, ich glaube, das könnte ein sehr spannendes Örtchen hier sein. Schauen wir mal. So, was haben wir denn hier Schönes? Also, hier haben wir einmal die Karte. Wir befinden uns gerade hier in diesem Pünktchen. Und ja, das ist die Vorburg. Und ja, die schreiben auch hier, ist nicht viel sichtbar über uns. Da gehen wir gleich hin, ist die sogenannte Kernburg. Das ist dieser Bereich hier. Ja. Und darüber haben wir noch einen mächtigen Turm. So. Ja, sind wir doch mal sehr gespannt, wo uns das hinführt. Jetzt ein bisschen was zur Geschichte der Burg. Der erste bekannte Besitzer einer Burg Hohenstein ist um 1100 Ernst von Hohenstein aus der Familie der Edelfreien von Oberstetten. Aha, möglicherweise bezieht sich diese Nennung auf die nahegelegene ältere Ödeburg. Das ist unweit von hier, da ist aber nicht viel von zu sehen. Der hohe Rang der Familie lässt sich an der Hartwig von Hohenstein erkennen, der lässt sich an Hartwig von Hohenstein erkennen, Verzeihung, der 1194 die Kapelle in Bernloch weihte und von 1202 bis 1208 Bischof von Augsburg ist. Das ist schon ein recht imposanter Titel, also das ist schon mal nicht schlecht. Letzter Hohenstein ist der Ritter Albert, nachweisbar 1161 bis, 1111, bis etwa 1192, der von einem Pfingstfest auf der Burg Hohenstein viele Herren versammelt, darunter die Markgrafen von Baden. Also das ist schon ungewöhnlich, der lädt hier den Hochadel ein. Ja, über seinen Neffen, der Ritter Albert von Berolzheim, gelangten vor 1220 Burg und Herrschaft Hohenstein an den Grafen Friedrich von Zollern. Ja. Die Zollern lassen Hohenstein von Vögten verwalten. 1315 ist Berthold Kalb aus der weitverzweigten Niederadelsfamilie Spät Vogt und Pfleger auf Hohenstein. Die Kalb von Hohenstein erwerben Hohenstein zuerst als Pfand, dann als Eigentum, wechselt also den Besitzer so im 13. 14. Jahrhundert. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts verlegen die Kalb von Hohenstein ihren Sitz auf die neu erworbene Burg Ehrenfels. Die Burg Hohenstein wird aufgegeben. 1438 beim Verkauf der Herrschaft Hohenstein mit den Dörfern Oberstetten und Uedenwaldstetten und dem Hof Maßhaldenbuch an den württembergischen Landhofmeister Albrecht Spät wird sie nur noch als Burgstall bezeichnet. Also das
Burgstall heißt in dem Fall, das ist eine Stelle, an der mal eine Burg war, aber heute nur noch eine Ruine ist. Und das war schon 1438. Wie Oberstetten gelangte die Ruine Hohenstein 1495 an den Hauptmann des Schwäbischen Bundes, Hans Kaspar von Bubenhofen, und 1497 an das Kloster Zwiefalten, schließlich 1803 an Württemberg. Seit 1983 ist die Ruine im Besitz der Gemeinde Hohenstein. Die Mauerreste wurden 1983/84 baulich gesichert. So, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier einmal das Wappen der Zollern, hier schwarz-weiß. Und rechts das der Wappenkalb von Hohenstein und Späth. Ein Wappen der Herren von Hohenstein jedoch, also dieser ursprünglichen Erbauer der Burg, ist nicht bekannt. Ja, dann gehen wir mal Richtung Kernburg. Wie wir eben erfahren haben und die wir auch sehen konnten, ist in dieser Vorburg selber nichts zu sehen. Auch in dieser Kernburg, die wir jetzt hier betreten, sieht man nicht mehr viel. Wir haben hier so ein kleines Plateau, auf dem man sich dann befindet. Naja, das wird jetzt hier relativ laut durch den Landwirt, der da mit seinem Trecker rumfuhrwerkt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem ganz gut verstehen. Man sieht, also man hat das hier schon gut gesichert mit Geländer und Co. Aber hier wird wohl mal ein Gebäude oder ähnliches gestanden haben. Vielleicht der Palas. Wird sich hier anbieten. Man hätte hier dann einen ganz netten Blick. Also netten Blick, wenn hier nicht alles voll gewuchert wäre. Oh. Dann mal weiter. Diese Mauer hier, ja, seht ihr, zieht sich hier lang. Berg nach oben. Hier vorne haben wir auch noch Mauerreste. Ne? Das hier ist dieser Pfad, der nach oben führt, den man sehr vermutlich erst viel später angelegt hat. Den Turm sehen wir schon, zumindest einen Blick drauf da oben. So. Das macht hier so einen halbrunden Knick. Sieht hier auch noch Reste von weiteren Steinen, wie da vorne etwa. Ja, das wird hier rumgegangen sein. Schon spannend. Hier nochmal ein Blick über die Vorburg. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal nach oben. Ne? Also diese Treppenstufen, die man hier angelegt hat, die sind zwar gut gemeint, schön ist anders. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen an der Seite vorbei. Gucken wir mal, was wir da finden. Oh, lustig. Der eine oder andere erinnert sich ja noch an meine Vorliebe für Keramik. Das, was wir hier sehen, diese Bruchstücke, sieht für mich aus wie Dachziegel. Ja, das finden wir hier mal wieder. Also, wieder so Bruchstücke zu sehen. Also durchaus ein ziegelgedecktes Gebäude gestanden haben. Ja. Mein junger Vater. Das war ein Turm nicht von schlechten Eltern. Dann noch so ein kleiner Trampelpfad drumherum. Man sieht, hier unten ist das, ich gehe davon aus, auf dem Fels gebaut. Oh. Ah, hier führt das drin vorbei. Ja.
würde sagen, wir gucken erstmal hinten rum. So, was hier auffällig ist, zwei Dinge. Erstens, diese Löcher hier, vermutlich für Balken. Da haben wir noch ein zweites. Und sehen diese ganzen Steine hier sind rötlich. Ja, rötlich grau. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Hier auch nochmal. Das heißt, hier wird höchstwahrscheinlich irgendein Feuer gewesen sein, das ein Teil dieser Burg zerstört hat. Und wir sehen hier noch einen ziemlich großen Stein, einen Quader, der da hier so halb im Boden vergraben ist. Ja, was das wohl mal war. So, und hier sieht man auch nochmal den Weg runter. Weiter geht's hier. Wir haben das gesichert. Das geht hier am Turm entlang. Oh. Also ihr könnt das jetzt noch nicht sehen, aber jetzt schon. Man halt einfach wunderbar, wie sich das erhalten hat. Ich bin sicher, wir haben da gleich auch einen ganz tollen Ausblick. So, den Turm hat man hier mit Erde verfüllt. Wir sehen hier das Mauerwerk. Ja, abgesehen von dieser Öffnung da oben, ob das mal eine Tür oder ein Fenster war, schwer zu sagen. Wir sehen hier keine Zeichen von irgendwelchen Balkenauflagen oder irgendwas. Das heißt jetzt abzuschätzen, wie hoch da die Stockwerke waren, reichten, wie auch immer. Schwierig. Aber ein großer Turm. Nicht klein. Oder? Ja, und hier in diese Richtung müsste diese Ödenburg liegen. Jetzt hier weiter schaut. Man das hier wirklich, wirklich toll. Hier, wie gesagt, ganz toll sehen kann, ist diese Mauerbreite. Das sind locker 1,5 Meter. Das ist sehr solide gemacht. Beeindruckend. Ja. Naja, gut. Sind auch nicht reingegangen. Das wollen wir doch nochmal nachholen. Schon nur da sind. So, hat sich wohl irgendein Kanickel gemütlich gemacht. Und dann schauen wir doch mal. Auch hier, wie gesagt, sehr akkurates, gut bearbeitetes Mauerwerk. Sehr ordentlich gemacht. Super. Ja. Dann gibt uns ja nichts anderes übrig, als wieder runter zu gehen. So. Ich würde auch mal interessieren, ob das auch damals schon so war, ob man das hier nachträglich hinkonstruiert hat. Man sieht hier, oh, schwierig. Also es geht hier relativ steil runter, kann das nur sehr schwer erkennen. Ah, da hinten ging das noch so ein bisschen minimal weiter. Ach, viel Platz ist auf diesem Burgplateau hier oben nicht. So, aber wir schauen jetzt mal auf der anderen Seite. Guck mal, was wir hier auf jeden Fall haben, ist ein ziemlich spitz zugemauerter, was heißt gemauerter, bearbeiteter Stein. Das mal ein Gebäudeanschluss hier war oder ob das der Fels ist. Ich denke halt erstmal eher auf Fels. So, jetzt kommen wir hier raus. Sind wir unten am Turm.
Das Mauerwerk ist hier so ein bisschen am auseinanderbröseln. Sieht hier eigentlich ganz gut, wie sich dieser Fels hier noch lang zieht, weil das gemauert ist. Und man sieht, hier geht es äußerst steil runter. Jetzt noch auf eine Höhle oder irgendwas gehofft. Ich glaube, das ist nur Mauer. Ja. Da unten sind natürlich noch weitere Felsen. Ja, wer weiß. Schwierig da hinzukommen. Ich bezweifle aber, dass da was ist. Sieht für mich jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Vielleicht ein paar Spalten oder so. Naja. Ja, dann gehen wir mal vorsichtig wieder zurück. Da will ja keiner runterpurzeln. Ja. So. Jetzt hier diesen Pfad, diese Treppenstufen wieder runter. So. Ihr seht, das ist wirklich eine imposante Erscheinung, das Ding hier. Ein bisschen besser pflegen könnte man es. Ich sehe diese Bäumchen da oben schon rauswachsen. Nicht gut. Aber ja. Sieht hier zumindest besser aus als auf anderen Ruinen, wo wir schon waren. So. Theoretisch müsste man hier links rüberkommen. Schauen wir mal. Und diese Stufen hier, die sind echt sehr blöd gemacht und wackelig und ja. So. Okay. Fehlanzeige, hier kommt man nicht so ohne weiteres rüber. Das ist der vermutete Palace-Standort. Also das ist jetzt meine Vermutung. Dazu haben wir nicht. Was wir vorhin nicht gemacht haben, wir haben nicht darüber geguckt. Wir sehen ja was. Wenn ich in den Brennnesseln landen, sehe ich eigentlich nur gestürzte Bäume, Felsen. Nicht wirklich mehr. Nee, da kommen wir leider nicht so ohne weiteres hin. Maximal, wenn wir uns hier durchs Unterholz schlagen. Mal schauen. Sind wir heute mal ein bisschen abenteuerlustig. Schließt hier zwar an, geht hier aber sehr steil runter. Das kann man vergessen, darüber zu kommen. Das machen wir lieber mal nicht, vor allen Dingen nicht alleine. Gut, dann auf zurück. Sind wir wieder hier in der Kernburg. Da rechts dieser vermutete Palas. Seht ihr ja. Und links, ja, dieser Gebäuderest. Hier der Pfad nach oben. Und hier geht's wieder runter. Jetzt schauen wir uns doch nochmal unten in der Vorburg ein bisschen um. Da sieht man auch noch Mauerreste. Und dieser Kernburg, die sich hier anschließen. Ja. Also mein Fazit ist, dass das, also bisheriges Zwischenfazit, schönes Örtchen. Aber ja, könnte man mehr draus machen. Naja, gucken wir mal. Was man hier auf jeden Fall noch sieht, ist beim Eingang in die Anlage.
sieht aus wie so ein, wie soll man das nennen? Ist das ein Turm oder ein Torbau? Ist denkbar. Seht ihr diese üblichen Öffnungen für Rohre zur Entlüftung des Gemäuers? Das ist eine ziemlich große Anlage. Ja, wir laufen jetzt hier Richtung dieser recht neu und hübsch aussehenden Raststätte, die man hier hingebaut hat. Eine Füllstelle. Oh. Oh, schick. Kommt auch noch vom, wer auch immer davor da dran war, was vor sich hin. Ja, hier haben wir nochmal die Außenmauern der Anlage. So, hat die recht gründlich geschleift. Oben geht es hoch Richtung Turm, den man dort auch erkennen kann. Dieser Burgfels geht hier aber interessanterweise noch ein Stück weiter. Das ist wie so eine, ja, wie soll man sagen, Spitze, die sich hier zeigt. Naja. Graben oder sowas gewesen sein. Wer weiß, auf jeden Fall beeindruckend. Ich habe ein bisschen an Städten unter Holstein von der Art und Weise, von der Größe her. Da haben wir übrigens auch schon. Könnt ihr euch gerne angucken. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Rückweg. Was wir hier noch sehen können, ist der gewucherte Burggraben zu beiden Seiten. Hier kann man es schön erkennen, dort wo das gelbe Laub liegt. Sieht man nochmal den Eingang. Schön. Wirklich schön. Sieht auch sehr schön, dass das hier ein doch recht schmaler Hügel ist. Also man hat sich dort eine gute Stelle gesucht. Oben. Oh. So eine Burg zu bauen. Oh. Ich bin vorhin dran vorbeigegangen. Sind wir noch Felsen oder Steine? Oh, Felsen. Auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug, das hier runtergekommen ist. Das kann man schlecht erkennen. Ich möchte mir jetzt ausnahmsweise mal vertrauen. Hier sieht man aber noch mehr. Hier seht ihr diese Felsklötze da hinten. Hier vorne. Absolut beeindruckend. Das war keine kleine Anlage. Im 13. Jahrhundert muss das hier wirklich einer der Zentren des Landes gewesen sein, hier in der Region. Jetzt schon die Markgrafen zu Baden hier kommen. Dann ist das doch spannend und schön. Und ja, wenn ich jetzt noch mal kurz umdrehe, dann sieht es leider hier nur sehr, sehr schlecht. Hier sind noch viel mehr solche Felsen, die hier rausragen aus dem Hügel. Ja, wir sind wieder hier zurück am Ausgangspunkt. Das war Burg Rothstein. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen.